Dann würde ich aber auch sagen, dass wir jetzt direkt gut gelaunt mit Paper Mario weitermachen können. Nicht Paper Pikmin. Oder Paper Pikmin, das geht auch. Wir haben im letzten Stream, lass mich überlegen, den Wunderwald betreten, der ja doch sehr interessant aussah tatsächlich. Und haben unsere wunderbare Partnerin hier bekommen. Wiggle, wiggle. Mhm. Wobble, wobble. Und plötzlich bin ich nicht mehr zu sehen. Okay. Die eigentlich einen ganz coolen Effekt hatte. Sie kann nämlich so ein bisschen hin und her pusten. Über alles andere müssen wir jetzt nicht unbedingt reden. Lazy Cat, danke, dass du Sir Kai einen Sub geschenkt hast. Das ist voll lieb von dir. Und Sir Kai, viel Spaß mit deinen Emotes. Geschenk-Sub-Hype. Jawohl. Und wir sind jetzt auf jeden Fall im zweiten Dungeon. Haben uns da schon so ein bisschen umgesehen. Wir waren zumindest oben so ein kleines bisschen und haben die Oma befreit. Steht die hier eigentlich noch irgendwo rum? Die Oma befreit, die uns ziemlich angemotzt hat. Und mit unseren kleinen Pikmin sind wir jetzt unterwegs, um noch einen zweiten Schlüssel zu finden, um die anderen auch noch zu befreien. Und Moppel-Pikmin ist auch mit dabei. Ich glaube, das fasst es ganz gut zusammen. Ich habe nur so ein bisschen Angst, dass ich mich ein bisschen schwer tun werde in dem Dungeon, weil es nicht nur darum geht, mich selbst dadurch zu manövrieren, sondern eben auch die ganzen kleinen Pikmin, ich nenne sie jetzt einfach immer so. Deswegen, ich glaube, ich werde vielleicht manchmal ein bisschen auf dem Schlauch stehen, aber das kriegen wir schon hin. Ich bin ja da für dich. Jan ist da und ihr habt ja auch Geduld. Ansonsten bin ich, glaube ich, ganz gut eingedeckt. War das nicht der arrogante Pikmin? Ja, der uns erst nicht wirklich helfen wollte. Aber dann wurde es, glaube ich, besser, als er überzeugt wurde. Hallo! Tom ist noch gerade richtig zum Start. Ich habe mich gerade mal 2 Meter bewegt vielleicht. So, wir mussten auf jeden Fall hier lang. Wir hatten ja den Shortcut geschaffen. Und oben, wie gesagt, war ja nur das Gefängnis. Ach, ja. Der ist auch respawned. Ja gut, ich habe das Spiel ausgemacht, ne? Daran wird es wahrscheinlich liegen. Ich war nur gerade so, hä? Ist der dekorativ? Oh wait, nein, ist der nicht. Na gut. Dann muss ich erstmal wieder so ein bisschen reinkommen. Aber das kriegen wir schon hin. Ich weiß nicht, ich finde immer, das hörte sich dramatisch an. Paper Mario ist für mich so ein Spiel, wo ich erstmal wieder ein paar Kämpfe brauche, um wirklich reinzukommen. Ich weiß auch nicht, also so klar, Pokémon geht zum Beispiel immer. Und Splatoon kann ich auch nach 3 Jahren irgendwie noch spielen oder Mario Kart. Aber hier muss ich echt immer erst so ein bisschen gucken, wie die ganze Knopfbelegung war. So. Das war, ah ja, das war das hier. Zack. Der Heilpunkt ist eh direkt neben mir. Von daher gesehen kann ich auch alles rausballern. Hallo, Koro. Auch du kommst noch gerade rechtzeitig. Es ist noch nicht viel passiert. Aber wenn ich jetzt rausgehe und wieder rein, müsste der doch eigentlich auch weg sein, oder? Denke ich mir. Ich meine, die respawnen doch dauerhaft dann. Jawohl, okay. So, von oben sind wir ja letztendlich gekommen. Hast du dich jetzt im Endeffekt geheilt oder nicht? Nein, nein, habe ich nicht, weil kostet ja Geld. Ich wollte nur überprüfen, ob ich das potenziell machen kann, ohne dass der Gegner immer wieder da ist. Also von oben sind wir gekommen. Mhm. Richtig? Lass mich nochmal kurz gucken. Kubio sieht immer noch so traurig und demoliert aus. Schon so ein bisschen. Na genau, da haben wir, glaube ich, das erste Mal die Plattform benutzt. Mhm. Und oben war das Gefängnis. Okay. Svenja gibt keine Verdienste aus. Niemals. Und ich glaube, unten war dann quasi einfach nur dieser Raum mit dem Wasser. Und ich gucke nochmal eben kurz, ob unten noch irgendwas anderes war. Weil ich glaube, wir hatten uns ja schon darauf geeinigt, dass wir unsere Pikmin da gleich rüberblasen. Irona ist schon aufgewertet, ja. Meine ich zumindest. Ich glaube, ich hatte erst Gumbrina aufgewertet und dann am Ende vom letzten Stream noch Irona. Einfach, weil ich gucken wollte, was die noch so lernt. Und der nächste ist dann Kupio. Also ja, ist tatsächlich schon aufgewertet. Da sind wir nochmal extra für zurückgelatscht. Genau, da kamen die ja nicht rüber und hier waren letztendlich nur Büsche. Alles klar, ich glaube, das ist einfach nur, wenn man hier runterplumpst, dass man aufgefangen wird. Ich habe keine Ahnung, Lucy, wie sich die ausspricht. Ob jetzt Irona oder Erona. Ich habe jetzt gedacht, sie kommt von Luft quasi so irgendwie. Deswegen. So, das heißt, wir wollten das jetzt, glaube ich, aktivieren, dass die hier alle stehen.
Und dann wollten wir sie erst runterblasen und dann wieder hoch. So, das heißt, wenn die jetzt hochkommen, blasen wir sie alle rüber. Und dann nehme ich das wieder mit. Denke ich. Drei? 11. Alle sind am Leben. Das ist cool, aber ich glaube, es ist so ein Mechanismus, den ich echt erstmal verinnerlichen muss. So, das ist wahrscheinlich nur für den Rückweg. Dann gehen wir in den Keller. Würde ich vorschlagen. Aber es ist echt ganz cool mit den Seifenblasen. Bin, by the way, im Lurk-Modus. Ja. Ich glaube, so viel verpasst du wahrscheinlich auch nicht, wenn du es einfach nebenbei laufen lässt. Ich glaube, Story haben wir aktuell ja nicht. Sie leben! Sonst müssen wir sie beleben. Sieht aber immer noch echt schön aus. Ich habe ja eine Spinnenphobie, aber ich kann das Ding nicht ernst nehmen. Es geht nicht. Also, das sieht für mich eher aus wie so eine Zielscheibe. Also irgendwie... Ich weiß ja nicht. So, Gott sei Dank haben wir den Schnellwechsel drin. Das ist so praktisch. Wir haben zwar kaum was anderes drin, aber den Schnellwechsel immerhin. So, dann bitte einmal... Fadula. Ja gut. Bitte einmal scannen. Zack. Cool bin ich auch noch. Das ist eine Fadula. Pfui, Spinne, die ist ja riesig. Maximaler KP 5, Angriffskraft 2, Verteidigung 0. Beim Angriff können sie bis zu dreimal hintereinander schießen. Bei der Verteidigung kommt es also auf das richtige Timing an. Gut, dass sie sich beim Schießen nicht verschrieben haben. Das wäre nämlich auch echt nicht so gut. Ja, es kommt ja meistens auch hinten raus bei Spinnen, ne? Welp. Die Bubus mögen Fadulas wohl auch nicht besonders. Kaum sehen sie eine, schon ergreifen sie die Flucht. Ist doch verständlich, oder? Ah, auch wieder so ein interessanter Gameplay-Mechanismus. Okay. Dann nehme ich den guten Hammer und hämmer dir erstmal voll auf die Birne. Zack. Wie im echten Leben, wenn ich eine Spinne sehe. Holst du auch deinen Hammer raus? Ja. Okay. Okay. Dann erstmal mit der Kopfnuss drauf. So. Und hier kann ich ja einfach einmal normal drauf springen. Zack, zack. Und weg. Sie drehen sich aber so lustig, wenn sie besiegt sind. Das finde ich ja schon ein bisschen witzig. War das ein Eimer? Ja, da ist mir ein Eimer auf den Kopf geflogen. So, wo sind jetzt die anderen abgeblieben? Wahrscheinlich weggelaufen. Und runtergefallen. Ja gut, wahrscheinlich muss ich den Weg hier erst freimachen. Ist hier noch irgendwo eine Spinne? Nee. Sind die jetzt hier alle unten? Ah ja. Hallo, na? Nehmen wir die auch noch mit. Ja gut, das heißt, ich muss die ganzen Spinnen erstmal immer platt machen, um mit meinen kleinen Pikmin da überhaupt durchzukommen. Ja gut. Sternenpower. Sternenpower? Sternenpower. Ich oder du? Kannst du dir aussuchen. I try. Kommt zwar nie so weit wie du, aber egal. Nein! Ich hab noch gedrückt. Aber hey, ich hab immerhin fast 3 geschafft. Oh, obwohl er nicht getroffen wurde, wirklich so von der Animation, hat er trotzdem Schaden genommen. Naja. Nörgel oder Nurgel? Klingt beides irgendwie niedlich. Dankeschön fürs Subscriben und viel Spaß mit deinen Emotes. Kannst mir gerne sagen, ob dein Name deutsch oder englisch ausgesprochen wird, dann kann ich mir das nämlich merken. Ich finde das so Emote gut. Come on, it's an earthquake. Welp. Ja, also ich finde, das sieht auch unglaublich einfach aus mit dem Sternbeben, aber es ist tatsächlich gar nicht so einfach, weil das Timing sehr knapp bemessen ist. Für mich zumindest. Vielleicht lerne ich es irgendwann noch. Mal gucken. Nice. It's dead now. Huch. Ja gut, er sagte, er kann dreimal schießen. Und auf den Kopf. War ja eigentlich auf den Hintern.
Die Aussprache ist egal, geht beides. Okay, dann kann ich ja nicht viel falsch machen. Ich habe irgendwie ein Talent dafür, Namen zu verunstalten, deswegen frage ich immer lieber nach. Jetzt habe ich 8. Wo sind denn meine... Frag mich nicht. Wo sind denn meine anderen abgeblieben? Ist ja voll in den Hummer gelaufen. Ich meine, gut, ich kann ja auch immer wieder zu der Omi zurück. Und die sagt mir dann ja immer, wo meine Pikmin sind oder ruft die wieder. Mal gucken, wird sie schon irgendwo wiederfinden. So, und du bitte einmal mit dem Kopf auf den Popo. Ist dies Headbutt? Schon so ein bisschen. Zu blocken ist wahrscheinlich einfach. Na, ich frage mich halt auch, wenn ich das erste nicht geblockt kriege, ob ich die anderen auch blocken kann. Ich denke schon. Das ist gar nicht so einfach. Geh mal eben etwas Schoki holen. Bring mir welche. Wobei, ich habe genug. Bring mir welche mit. So. Also hier. Moment, das ist aber ein anderer Raum, wo ich jetzt gelandet bin. Ist einfach runtergesprungen, oder nicht? Von dem Raum oben. Ja, aber es ist nicht der mit den Seifenbläschen. Das ist ja ein ganz anderer Raum. Mhm. Da kann ich runter. Warte mal, links geht's wieder hoch. Da geht's wieder hoch. Und da müsste ich mich wahrscheinlich irgendwie geschickt fallen lassen. Einfach von oben fallen lassen mit der Röhre links. Wo lande ich denn jetzt erstmal hier? Immer noch 8. Hi, na? Tschüss. Mario, da war einer von den Pikatos. Die Bubus und die Pikatos sind schon seit Urzeiten verfeindet. Bubulas sagte, dass sie sich mit diesen Typen verbündet haben, um uns zu vertreiben. Aber ich hatte sogar einen Freund unter ihnen, Pixel. Ob der jetzt wohl auch zu unserem Feind geworden ist? Das heißt, hier bin ich scheinbar richtig. Und tschüss. Ich würde nur immer noch gerne meine 3 fehlenden Freunde wiederfinden. Das heißt, wir gehen erstmal wieder hoch. Ich muss mich hier immer wieder zurechtfinden. Ich kriege so ein paar C4-Tempel-Vibes mit den verschiedenen Etagen. Jetzt bin ich wieder hier. Ach, guck mal, die haben hier oben irgendwo gewartet. Das ist eine Plattform zum Papierfliegen, da wo das Ding draufsteht. Oh, aber ich muss sehr weit da drüben fallen. Also nicht von dem Weg aus. Also eigentlich ist die Plattform, glaube ich, hier drunter. Ist das Ding irgendwie weg? Pusten? Weg. Ich weiß ja nicht, ob sie das weggepustet bekommt, aber okay. Wow. Ich meine, hey, es ist Papier. Die Sache ist, wo fliege ich denn dann dahin? Das ist gerade so meine Frage. Oh! Ja, ah! Gut. Das war super. Ich habe nämlich fast einfach gar nichts gedrückt und bin einfach runtergesegelt, aber es sah irgendwie voll skillig aus. Aber ja, so kann ich da auf jeden Fall landen. Die da oben so. Hallo? Ah, Mario. Da bist du ja wieder. Oh, diesmal war es nicht so skillig. Oh, ich mag diese Plattform nicht. Ich bin immer unfair. Also, die, wo man sich dünn macht, die finde ich super einfach. Ist dahinter eigentlich noch irgendwas? Nein. Da kannst du ja nicht viel falsch machen. Aber da muss man ja wirklich Technik beweisen. Das ist dann eher so... Nein! Irgendwann. Irgendwann. Jona, danke schön fürs Subscriben und viel Spaß mit deinen Emotes. Ich finde das übrigens super, wie ich meinte. Ja, ich bin nicht so gut im Fliegen, weil ich da Technik beweisen muss und Jules so. Wundert mich bei dir nicht. Ich glaube, du hast mich nicht gemeint, aber das war das Erste, was ich im Chat gelesen hatte und dachte mir so. Okay. Jules hasst mich, confirmed. So. Ja, Alessandro, genau das. Irgendwie
bin ich dazu unfähig für. Aber wir haben ja Zeit, ne? Die Kleinen da oben. Mario, jetzt mach doch mal! Baby Rage. Echt mal. Mit der Stimme. Oh. Weißt du, was mir aufgefallen ist? Ich fühle mich so dumm. Beim Fliegen habe ich es halt immer so gemacht, dass ich nach vorne und nach hinten gedrückt habe, für halt hoch und runter fliegen. Aber eigentlich muss ich nur nach hinten fliegen. Eigentlich muss ich nur nach hinten drücken. Nach vorne macht er eh automatisch. Deswegen bin ich immer so scheiße geflogen, weil ich beides gedrückt habe, obwohl ich das eigentlich gar nicht hätte machen müssen. Hast du das gewusst? Ich habe es auch schon so gemacht, dass ich nur in eine Richtung gedrückt habe. Hast du mir nie gesagt, dass ich nicht in beide drücken muss? Ich habe nicht geguckt, ich habe nicht auf dein Gamepad geguckt, dass du in beide Richtungen drückst. Ups, ich hab halt immer nach vorne und nach hinten gedrückt. Das hat auch funktioniert. Aber prinzipiell war das ziemlich unnötig. Naja. Jetzt sind wir schlauer oder so. Und ich hab's alleine rausgefunden. Das ist doch auch immer viel wert. So, jetzt sind wir hier oben. Und hier dann auch prinzipiell fertig, weil das war ja nur für die Insignien. Ich finde dieses kleine dicke Ding einfach so niedlich. Es guckt immer so, aber ich finde beim Laufen so richtig so, oh, ich bin fett, aber ich kann rennen. Oh, ich bin so fett, ich schaff das. Es guckt halt immer so. Ich weiß, wie gesagt, es guckt immer so, aber es ist so knuffig. Jetzt weißt du es ja eben. Wie cute. Es ist halt auch voll cute, aber es tat echt im Hals weh. So. Nee, von da bin ich gekommen. Sad life. Orientierungssinn at its best. Eigentlich wollte ich da runter. Problem ist, ich lasse meine ganzen Pigments zurück, wenn ich das tue. Mhm. Aber ich muss es tun, oder nicht? Röhre? Röhre? Ja, wo kommen Sie mit? Stimmt. Enjoy Gamer? War das jetzt richtig? Enjoy? Enjoy? Stimmt! Das ist eigentlich ein richtig gutes Wortspiel. Dankeschön fürs Subscriben und viel Spaß mit deinen Emotes. So, runter da. Mein Orientierungssinn ist immer on point. Nicht da, wo ich ihn haben will, aber immer on point. So. Ist eigentlich die Büsche auch alle geprüft? Ich weiß gar nicht. Ich glaube schon. Ich komme gleich wieder. Das ist schön, dass du nicht die Flucht ergreifst. So, jetzt ist da noch eine Röhre potenziell. Da links ist das Ding ja reingelatscht. Und da sind Spinnies. Dann gucken wir doch erstmal hier weiter, solange ich meine Pikmin noch habe. Und dann schauen wir weiter. Ich würde gerne die Flucht ergreifen, aber ich darf nicht. Feels Batman. So, sieht auch voll schön aus mit den Blättern da oben. Ich war es nicht. Da sind sie, die Pikatos. Es sind nur 10. Die schaffen wir. Na los. Die Musik, ne? Bringt das überhaupt irgendwas, die zu schlagen? Ich glaube nicht. Sie haben uns überrannt. Wir ziehen uns zurück. Das hat ja gut funktioniert. Hat jemand die Leichen eingesammelt? Cherry Dot, Dankeschön für 5 Monate Treue. Mist, wir haben verloren. Wir müssen uns was einfallen lassen. Kann man diese Pikatos nicht einfach irgendwie wegblasen? Welp. Hätte man drauf kommen können. Let's try this again. Geht die Sirene gleich wieder los? So. Ah. So. Aber irgendwie. Boah, diese Musik macht mich kirre. Jetzt gewonnen. Da ist noch einer. Einen habe ich noch.
einen tapferen Pigme. Bin aber mein. Muss ich da echt irgendwie versuchen, die platt zu machen oder dass meine Pigment platt gehen? Okay. Das ist ein bisschen nervig, aber okay. Ich stand da jetzt wahrscheinlich einfach zu lange auf der Stelle und habe die angepustet, aber ich wusste jetzt auch nicht genau, was das Spiel von mir möchte. Das ist die falsche Richtung. Okay. Geschafft. Die Picators sind alle besiegt. Und jetzt müssen wir nur noch ihre Festung erstürmen. Kann einer die Sirene bitte abschalten? Bitte. Okay. Die sind auf jeden Fall alle putt. Das ist gut. Das kriege ich nicht hin. Ja, das war im ersten Moment halt echt etwas erschlagend. Aber ich, ganz ehrlich, fand das mit dem Hammer gar nicht so dumm. Weil ich meine, ne? Wie hast du das jetzt gemacht? Egal. Ist das jetzt der richtige Weg? Ich weiß nicht. Pigment, Stern, Mond, Sonne. Ne, es scheint mir eine Sackgasse zu sein. Oder so. Ah, guck mal, der blaue Schlüssel. Das muss der Schlüssel für die Zelle sein, in der die anderen Bubus gefangen sind. Wir sollten sie schnellstens befreien. Das heißt, wenn ich weiter nach links gehe, müsste ich irgendwo auf eine Sackgasse treffen, wo ich nicht weiterkomme. Das ist auch irgendwie so verdächtig, finde ich. Insbesondere mit diesem Ding hier im Boden. Aber okay. Merken wir uns, dass dieser Raum irgendwie noch ein bisschen verdächtig aussieht, aber ich weiß... Die Kombination mal aufschreiben? Nicht genau, warum. Das könnte ich machen. Nicht, dass du die wirklich brauchst irgendwo noch. So. Highest. Nein, jetzt geh da... Ich will gucken, wie das Ding aussieht. Irona, geh da weg. Ich will das abmalen. Mach deine Bubis aus dem Bild. Ist echt so. So... Und Stern und Mond und Sonne. Die müssen nicht schön aussehen. Hauptsache, meine Pigmen sind schön gezeichnet. Bestimmt absolut unwichtig. Ich könnte davon ausgehen. Aber was man hat, das hat man. So. Was soll jetzt nur aus uns werden? Hey, Bubulia, was versteckst du da eigentlich? Nur ein Pilz. Der ist ja schon total vertrocknet. Hm, weißt du, den hatte ich für Bubulio gepflückt. Aber inzwischen ist er wohl vertrocknet. Ach, Bubulio, wo bleibst du nur? Mach dir keine Sorgen, er wird schon kommen. Okay, jetzt sind die auch irgendwie alle weg. Dann würde ich aber trotzdem gerne noch mal gucken, was hier sonst noch so ist. Weil wie gesagt, prinzipiell müsste ich irgendwo wahrscheinlich auf eine Blockade stoßen, wo ich dann eben nicht genug habe. Die Sache ist, die fallen jetzt sowieso alle runter, wenn ich jetzt mich mit der Spinne battle. Kann ich mich überhaupt mit der Spinne battlen? Rüberspringen einfach. Warte. Kann ich sie anpusten? Bist du überhaupt auf ihrer Höhe? Ich glaube, ich habe keine Ahnung. Ich kann sie lustig betäuben, aber da hört es auch schon auf. Heißt, ich komme hier prinzipiell gar nicht durch mit meinen Pigmen? Ich könnte höchstens versuchen, den auf den Kopf zu springen gleich. Aber erst, wenn ich mir sicher bin, dass ich da runter möchte. Was ist das denn hier? Da ist ja auch noch ein Block. Wie komme ich denn da dran? Pusten? Ob da... Na, ob da vielleicht irgendwie ein Aufzug unten ist? Ich guck gleich mal. Guck erstmal kurz, was hier noch ist. Wie gesagt, meine Pigmen sind eh alle da unten. Wahrscheinlich brauche ich jetzt hier die, um weiterzukommen und muss die dann irgendwie sicher darüber kriegen. Aber dann weiß ich das zumindest. Oh. Hallo, na? Ich glaube, da brauchst du wahrscheinlich ein paar mehr.
Ja, es werden irgendwie nicht weniger. Ich glaube, ich sehe die Hürde. Da kommen sie, die Pikatos. Eine ganze Hundertschaft. Geben wir es ihnen. Die Sache ist, wenn ich keine Pikmin dabei habe, können auch keine Pikmin sterben, oder? Aber niemand kann kämpfen, wenn du den einen hast. Das stimmt auch wieder. Was passiert, wenn der eine nicht dabei wäre? Ich glaube, der ist immer bei dir. Na gut, das kann natürlich sein. Aber okay, das heißt, da brauchen wir auf jeden Fall mehr davon.